Die Gestalt. Ich komme aus einem kleinen Land in Mitteleuropa, von dem viele wahrscheinlich noch nie gehört haben. Es hat einen kleinen Küstenabschnitt am Adriatischen Meer und die Alpen, aber die Landschaft besteht hauptsächlich aus grünen Hügeln, auf jedem steht eine kleine Kirche. Fast zwei Drittel des Landes sind von Wäldern bedeckt und die Hauptstadt ist bekannt für ihre mittelalterliche Architektur. Es ist ein bezauberndes Land, in dem meistens nichts wirklich Aufregendes passiert. Wie der Großteil der Bevölkerung lebe ich auf dem Land, ein paar hundert Meter vom nächsten Nachbarn entfernt, direkt neben dem Wald. Ich habe den größten Teil meiner Kindheit in diesem Wald verbracht. Ich erinnere mich immer noch, welche Bäume sich am besten zum Klettern eigneten und wo bestimmte Blumen wuchsen. Aber das, was ich nie vergessen werde, geschah im Sommer 2001. Damals war ich etwa 12 Jahre alt und verbrachte meine ganzen Nachmittage im Wald. Meistens war ich mit meinem besten Freund unterwegs, aber an diesem Tag war ich allein. Wie bereits erwähnt, ist das Gelände hier nicht flach. Der Hügel hinter unserem Haus ist ziemlich steil, direkt darüber liegt ein alter Obstgarten, den mein Urgroßvater angelegt hat, und wenn man den Hügel erklimmt, kann man fast die Hauptstadt in der Ferne sehen. Dann gibt es einen großen Wald, der sich über die Karstlandschaft bis praktisch an die italienische Grenze erstreckt, mit ein paar kleinen Städten und Dörfern dazwischen. Ich bin nie wirklich weit gegangen, weil ich meistens im Gebiet blieb, das meiner Familie gehörte, aber an diesem Tag wollte ich mehr sehen. Ich hatte nicht viel bei mir und sagte meinen Eltern nicht, dass ich weit gehen würde. Ich fühlte mich immer sehr sicher im Wald, obwohl hier oft Bären gesichtet wurden. In Wirklichkeit ist das Gefährlichste, auf das man treffen kann, ein betrunkener Jäger. Der Wald ist im Sommer wunderschön, die Blätter und hohen Stämme ließen mich wie in einer großen Kathedrale fühlen. Ich begann eine Melodie zu singen, die ich vor einiger Zeit im Radio gehört hatte. Zu diesem Zeitpunkt war ich etwa anderthalb Stunden zu Fuß von zu Hause entfernt. Ich entschied mich, vom Hauptweg abzuweichen, der in großen Kurven durch den Wald führt, und eine Abkürzung zu nehmen. Die Sonne ging unter und das Licht ließ die Blätter in scharfen Farben leuchten. Aber bald verschwand das ganze Licht und ich fand mich in der Dämmerung auf unbekanntem Terrain wieder. Der Wind wehte und trockene Zweige machten seltsame Geräusche. Ich begann, mich unwohl zu fühlen. Und in einem Moment wurde mir klar, dass ich mich verirrt hatte. Ich spürte die Panik in Form von Adrenalin, das durch meine Adern strömte. Meine Instinkte schrien, ich solle weglaufen, aber ich zwang mich, mich zu konzentrieren und versuchte, mich zu orientieren. Es war alles sinnlos. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Ich begann ziellos umherzuwandern, in der Hoffnung, wenigstens den Weg zu finden. Plötzlich sah ich eine kleine Gestalt in der Ferne stehen. Was ich sah, konnte nur ein kleines Kind sein, mit einem langen, schlanken Hals, schuppiger, aber glatter Haut und tiefroten Augen. Ich begann, auf die Gestalt zuzugehen, aber sie bemerkte mich und rannte weg. Ich verfolgte die Gestalt lange Zeit im Wald, kam ihr aber nie nah genug, um irgendwelche Details zu erkennen, aber es sah aus wie ein kleines Mädchen, nicht älter als ich damals. In einem Moment rannte ich und im nächsten verschwand der Boden unter mir. Ich fühlte dieses schreckliche Gefühl des Fallens, ähnlich wie in einem sehr schlechten Albtraum, wenn sich alles wie in Zeitlupe anfühlt. Dann kam dieses schreckliche Geräusch eines Körpers, der auf den Boden aufschlägt, und einen Moment später kam auch der Schmerz. Für einen Moment lag ich regungslos auf dem Boden, schließlich riss ich mich zusammen und öffnete meine Augen, wartete darauf, dass sie sich an die Dunkelheit in der Höhle, in die ich gefallen war, anpassten. Zuerst war alles pechschwarz, und dann sah ich es. Ein einzelnes Augenpaar starrte mich an, nur wenige Zentimeter vor meinem Gesicht. Ich wich schnell zurück, bis ich gegen etwas Trockenes und Brüchiges stieß. Irgendwo im Hintergrund wurden Feuer entzündet. Erst war es eines, dann mehr und mehr, bis die Kammer vollständig erleuchtet war. Tausende von Augen starrten mich an. Tote Augen in trockenen Augenhöhlen, Haut, die über die Knochen gespannt war, Münder, die offen standen wie vor Schock. Aber das lag nur daran, dass die Lippen im Laufe der Zeit verrottet waren. Ich starrte, unfähig mich zu bewegen oder zu schreien. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich atmen konnte. Ich blinzelte, in der Hoffnung, dass das schreckliche Bild vor mir verschwinden würde. Als ich meine Augen öffnete, hatten sich alle sonst bewegungslosen Leichen bewegt. Eigentlich sah ich sie nicht wirklich bewegen, aber jedes Mal, wenn ich blinzelte, schien es, als wären sie einen Schritt näher. Kalter Schweiß lief mir den Nacken hinunter und meine Augen begannen zu tränen. Ich konnte nicht anders und blinzelte wieder. Diesmal war ich vollständig umringt. Ich schloss einfach die Augen und wünschte mir, dass alles nur ein böser Traum war.
Ich hörte keinen einzigen Ton. Ich lächelte und dachte, dass ich bald aufwachen würde. Als ich meine Augen öffnete, war da ein Gesicht, das fast mein Gesicht berührte. Ich konnte das vertrocknete und verrottete Gesicht deutlich sehen, die Augen waren leer. Mir wurde schwindelig, ich fühlte etwas wie Staub und Knochen, die mein Haar griffen und meine Kleidung zerrissen. Ich fühlte es und fühlte es nicht, weil mir so schwindelig und schlecht wurde. Ich versuchte so sehr bei Bewusstsein zu bleiben, zu kämpfen, aber ich konnte keinen einzigen Muskel bewegen. Und dann war wieder alles pechschwarz um mich herum. Ich öffnete meine Augen und versuchte, mich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Ich lag auf dem Waldboden, nicht weit von zu Hause entfernt. In genau diesem Moment begann mein Körper wieder normal zu funktionieren und ich rannte wie der Wind nach Hause. Ich hatte keine Ahnung, wie ich dorthin gekommen war und versuchte, das Ganze zu vergessen, aber mein Frieden hielt nicht lange an. In der nächsten Nacht träumte ich von den Menschen, die ich dort gesehen hatte. Ich wachte auf und sah ein Gesicht, das mich vom Fenster aus ansah. Es war das Gesicht eines kleinen Mädchens, das ebenfalls tot war, und ihre leeren Augen sahen mich mit wilder Wut an, während sie am Fenster kratzte und versuchte hereinzukommen. Seit 12 Jahren habe ich denselben Albtraum. In dieser Zeit habe ich viele verschiedene Therapeuten besucht. Sie sagen, es sei nur der Stress von Schule und Beruf, ich solle versuchen, mich zu entspannen. Aber wie kann ich mich entspannen, wenn jede Nacht, wenn ich meine Augen öffne, das Mädchen einen Schritt näher ist? Die Treppe. Bis ich etwa 8 Jahre alt war, lebte ich in einem wirklich alten Haus, das seit Ewigkeiten von Verwandten zu Verwandten weitergegeben wurde, bis schließlich meine Mutter die Schlüssel erhielt. Es war im Grunde ein Schrotthaufen. 2 Stockwerke, ein eingestürzter Balkon im 2. Stock, Schimmel und Mehltau an den meisten Decken, ein winziges Badezimmer und die Toilette war draußen. Überall wimmelte es von Fröschen, Spinnen und anderen Kreaturen, die der australische Busch so hervorbringt. Als Kind hatte ich vor fast allem Angst. Heute geht es mir viel besser und ich bin mutiger als die meisten meiner Freunde. Dennoch muss ich wohl diesem alten Haus die Schuld geben. Ich erinnere mich, dass ich als Kind immer denselben Traum hatte. Ich begann in der Küche, ohne zu wissen, wie ich dorthin gekommen war. Es war tagsüber, wahrscheinlich später am Nachmittag. Niemand war da, also machte ich mich natürlich auf die Suche nach meiner Mutter und meinem Vater. Ich suchte an allen üblichen Orten. Mama war nicht im Waschhaus oder im Wohnzimmer, Papa war nicht auf der Veranda oder im Hühnerstall und meine Schwester war auch nicht zu finden. Ich begann mir Sorgen zu machen, dachte, dass alle weg waren und mich allein gelassen hatten. Bis ich ein Geräusch über mir hörte, das aus dem 2. Stock kam, wo die Schlafzimmer waren. Erleichtert rannte ich zu den Treppen und setzte meinen Fuß auf die 1. Stufe. Dann spürte ich es. Etwas in meinem Hinterkopf hielt mich zurück, mein Bein blieb erhoben, als ich die 2. Stufe erreichen wollte. Etwas sagte mir, dass ich nicht nach oben gehen sollte. Dieser Gedanke tobte in meinem Kopf. Schließlich setzte ich meinen Fuß auf die 1. Stufe, bevor ich es mir anders überlegen konnte. Ich zwang mich, die Treppe hinaufzugehen, und obwohl ich es nicht mehr wollte, konnte ich nicht aufhören, nur langsamer werden. Jede Stufe hinauf war ein quälend langsamer Schritt und ich wollte so sehr wieder nach unten gehen, jemanden finden und zu meinen Großeltern laufen und bei ihnen bleiben, bis meine Mutter nach Hause kam. Aber schließlich bog ich um die Ecke, nur noch wenige Stufen lagen vor mir. Da war nichts, ich konnte nichts im Treppenhaus sehen. Ich begann hoffnungsvoll zu werden. Vielleicht ist alles in Ordnung. Niemand ist hier. Ich habe mir alles nur eingebildet und es wird gut werden. Ich setzte langsam einen Fuß vor den anderen, als es plötzlich erschien. Da war etwas. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, was es war, und ich konnte es nie, nachdem ich aufwachte. Aber es war unvorstellbar furchterregend, und ich wollte immer die Augen schließen, weil das mein Ding als Kind war. Wenn du es nicht sehen kannst, kann es dich auch nicht sehen. Aber ich konnte es trotzdem sehen. Ich konnte nicht blinzeln, ich konnte meine Augen nicht schließen. Es war, als würden meine Augenlider nicht funktionieren. Ich versuchte sogar, meine Hände vor mein Gesicht zu halten, aber ich konnte es nicht blockieren. Ich konnte durch meine Hände hindurchsehen. Und ich konnte nichts tun, war wie gelähmt, unfähig, etwas anderes zu tun, als dieses Ding anzustarren, das nur 1 Meter von mir entfernt war. Was auch immer ich sah, was auch immer ich tat, während der 8 Jahre, die ich in diesem Haus lebte, musste ich mich zwingen, die Treppe hinaufzugehen. Tag oder Nacht, es war entsetzlich. Meine Mutter seufzte und versuchte, mit mir zu vernünftig zu reden, mein Vater schimpfte und nannte mich einen Feigling und
Meine Schwester lachte und sagte, ich sei dumm. Aber jedes Mal, wenn ich die Treppe hinauf musste, musste ich oben im Treppenhaus anhalten und sicherstellen, dass ich meine Augen mit meinen Händen bedecken oder die Augen schließen konnte. Natürlich erschreckte es mich am meisten, wenn ich blinzeln und meine Hand vor mein Gesicht halten wollte und es nicht funktionierte und ich erkannte, dass ich träumte. Sally. Während meines letzten Studienjahres arbeitete ich im Rahmen eines Praktikums in zwei Krankenhäusern. In einem Krankenhaus arbeitete ich mit Fachleuten zusammen, die therapeutisches Spielen mit Kindern auf der Kinderstation machten, und im anderen Krankenhaus auf der Jugendpsychiatriestation. Meine Chefin und ich machten mit den Jugendlichen Bastelarbeiten, Projekte, Kunst und so weiter, um ihnen einen Ausgleich während ihrer Behandlung wegen psychischer Erkrankungen, Suchtproblemen und anderen medizinischen Problemen zu bieten. Jeden Tag, bevor wir die Jugendlichen trafen, bekamen wir von den Krankenschwestern auf der Station eine Übersicht, wer die Patienten waren, welche Probleme sie hatten und alle anderen Informationen, die wir brauchten. Eines Abends bekamen wir die übliche Übersicht der Jugendlichen auf der Station und die Krankenschwester erwähnte ein Mädchen besonders. Dieses Mädchen, ich nenne sie Sally, das ist natürlich nicht ihr richtiger Name, hatte eines Tages plötzlich aufgehört zu sprechen und begann sich sehr untypisch zu verhalten. Sie reagierte auf niemanden mehr, weder auf Familie, Freunde, Geschwister, Ärzte oder sonst jemanden. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, weil man befürchtete, sie könnte sich selbst verletzen und man überwachte sie rund um die Uhr, falls sie eine Art Psychose erlebte. Es wurden Untersuchungen auf Hirntumore und andere mögliche physiologische Ursachen durchgeführt, aber es wurde nichts Abnormales gefunden. Dieses Krankenhaus war sehr alt, mit dunklen Fluren, schlecht beleuchteten Räumen und der kältesten und gruseligsten Atmosphäre, die ich je erlebt habe. Es sah aus wie ein Krankenhaus in einem Horrorfilm, und wenn ich durch die Flure ging, hatte ich immer Angst, dass etwas aus den vielen toten Winkeln hervorspringen könnte. An diesem Abend begannen meine Kollegin und ich mit den Bastelarbeiten und Aktivitäten für die Jugendlichen im Küchenraum, in dem wir immer unsere Aktivitäten durchführten. Ich saß in der Nähe von Sally und versuchte, ein Gespräch zu beginnen, aber sie starrte nur leer vor sich hin. Meine Kollegin versuchte es ebenfalls, aber Sally reagierte nicht und lachte plötzlich laut oder lächelte mich mit glänzenden Augen an. Die Ärzte hatten den ganzen Tag versucht, sie zum Sprechen zu bringen, aber sie sagte nichts. Also plauderte ich und versuchte mein Bestes, sie einzubeziehen, obwohl sie nicht wirklich mitmachte. Ich begann, auf ein Blatt Papier zu kritzeln und schrieb zufällig »Hi« und zeichnete darum herum, ohne wirklich darüber nachzudenken, was ich tat. Fast sofort, nachdem ich »Hi« geschrieben hatte, nahm Sally einen Bleistift und schrieb »Hallo«. Ich war mehr als überrascht. Ich war die erste Person seit Tagen, mit der sie versuchte zu kommunizieren. Ich wusste nicht, ob es funktionieren würde, aber ich schrieb »Wie geht es dir?« und sie antwortete »Tatsächlich«. Ich war sprachlos. Nachdem Sally und ich ein paar Fragen und Antworten ausgetauscht hatten, bemerkte meine Kollegin, was los war, und beschäftigte die anderen Jugendlichen, während sie mir zunickte, weiterzumachen. Innerhalb weniger Minuten hatten Sally und ich fast eine Seite voller Gespräche geschrieben und sie kommunizierte ohne Probleme schriftlich. Ich konnte es nicht glauben. Ich bekam so viele Informationen von einem Mädchen, das alle für unerreichbar hielten. Wir unterhielten uns durch Schreiben für etwa eine Stunde und während ich sie fragte, wie sie sich auf der Station fühlte, gab sie zu, dass sie Angst hatte. Ich bohrte nach, ob sie Angst hatte, weil sie an einem fremden Ort war oder ihre Familie vermisste, aber sie schrieb, dass es daran lag, dass sie Menschen im Raum mit uns sah. Natürlich waren dort Menschen im Raum, also fragte ich sie, warum die Leute im Raum ihr Angst machten, und sie schrieb einfach, weil sie tot sind. Als ich das las, fühlte es sich an, als würde mein Magen in die Tiefe stürzen. Ich schaute von der Seite, auf der wir schrieben, auf und sie sah mich nur an und drehte dann den Kopf und starrte zur Tür. Da war niemand. Zumindest sah ich niemanden. Sally starrte leicht eine Minute lang auf die Tür und ich schwöre, sie sah etwas dort. Ich war mehr erschrocken, als ich ausdrücken konnte. Ich werde nie den Ausdruck in ihrem Gesicht vergessen. Ob dort nun eine Person oder ein Geist war, Sally konnte jemanden sehen. Ich atmete tief durch und als ich wieder ihre Aufmerksamkeit hatte, begannen wir wieder schriftlich zu kommunizieren. Wir redeten, so bis 21 Uhr, als ich mit meiner Kollegin gehen musste. Ich dankte Sally dafür, dass sie ihr gesprochen hatte und sie schien viel wacher, als ich mich verabschiedete. Sie sprach immer noch nicht, aber ich wusste, dass die Ärzte ihr Bestes tun würden, um herauszufinden, warum.
Ich sammelte die Papiere, auf denen wir geschrieben hatten, und zeigte das gesamte Gespräch meiner Kollegin und der diensthabenden Krankenschwester, bevor ich die Station verließ. Alle waren verblüfft, dass ich tatsächlich mit ihr kommuniziert hatte, und sie versicherten mir, dass die Seiten am nächsten Morgen dem Psychiater übergeben würden. Ich war voller gemischter Gefühle. Ich war glücklich, mit ihr gesprochen zu haben und dass sie ehrlich zu mir war, aber ich war auch immer noch unglaublich verängstigt und aufgewühlt. Meine Kollegin setzte mich zu Hause ab und ich erinnere mich, wie ich ins Wohnzimmer ging und meine Mitbewohner sofort merkten, dass etwas passiert war. Ich zitterte und erzählte alles, was passiert war. Sie waren unterstützend, aber auch von der Situation erschreckt. Ich war nie glücklicher, Mitbewohner zu haben, denn wenn ich nach Hause in eine leere Wohnung gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich tagelang nicht geschlafen. Leider habe ich Sally wegen meines Zeitplans und der vielen Schichtwechsel im Krankenhaus nie wieder gesehen und niemand wusste, was ihre endgültige Diagnose war. Mir läuft noch immer ein Schauer über den Rücken, wenn ich an den Ausdruck in ihrem Gesicht denke, als sie die Tür anstarrte. Ich glaube nicht, dass ich dieses Gefühl jemals abschütteln werde. Ich hoffe nur, dass sie die Hilfe bekam, die sie brauchte. Der Job. Im Jahr 2007 beendete ich das College und erhielt ein Stellenangebot als Verwaltungsangestellter in einer kleinen Stadt, um mit der örtlichen Polizei zusammenzuarbeiten. Es war ein 6-monatiger Vertrag und die Bezahlung war wirklich gut. Also nahm ich das Angebot innerhalb einer Woche an, fand eine möblierte Wohnung und machte mich auf zu meinem Abenteuer. Die Stadt hatte etwas über 15.000 Einwohner und die Wohnung, die ich wählte, befand sich im obersten Stockwerk eines dreistöckigen Gebäudes aus den 60er Jahren. Die war ziemlich groß und hatte schöne Holzböden. Die Wände waren etwas dünn und ich hörte meinen Nachbarn ein paar Mal, besonders nachts, wenn es ruhig war. Als ich dort ankam, klopfte ich ein paar Mal, um mich vorzustellen, aber niemand antwortete, obwohl ich dachte, jemanden drinnen gehört zu haben. Nach einer Woche nahm ich an, dass es vielleicht eine zurückgezogene Person war und schob einen Zettel unter die Tür, um Hallo zu sagen. Ich arbeitete ständig mit denselben Polizisten in wechselnden Schichten und 3 Wochen nach meinem Aufenthalt war ich in der Nachmittagsschicht, was bedeutete, dass ich gegen 2 Uhr morgens nach Hause kam. Als ich den Flur entlang ging, sah ich ein Licht unter der Tür meines Nachbarn und den Schatten von Füßen. Das Guckloch verdunkelte sich, als ob jemand nachschaute, wer im Flur war. Ich dachte, wenn sie Hallo sagen wollten, würden sie die Tür öffnen, also winkte ich nur und ging in meine Wohnung. In den nächsten Wochen passierte das noch 3-4 Mal. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich einen zurückgezogenen, aber neugierigen Nachbarn hatte. Eines Nachts nach der Arbeit kroch ich um 3 Uhr morgens ins Bett und hörte, dass mein Nachbar sich in dem Zimmer bewegte, das an mein Schlafzimmer angrenzt. 10 Minuten später wurden die Geräusche lauter und begannen, mich zu beunruhigen. Die waren noch nie so laut gewesen und es klang fast, als ob er angegriffen wurde oder einen Herzinfarkt hatte und Dinge umstieß. Ich rannte aus der Wohnung und klopfte laut an seine Tür, aber niemand antwortete. Ich rief, dass ich mir Sorgen mache und wenn er nicht antwortet, ich Hilfe rufen würde. Immer noch keine Antwort. Ich rannte zurück in meine Wohnung und hörte durch die Wand Schläge, also rief ich die Polizeiwache an und bat meinen Kollegen, einen Polizisten vorbeizuschicken. Ich ging nochmal zur Tür meines Nachbarn und klopfte, aber wieder keine Antwort, also ging ich runter in die Lobby und wartete auf den Polizisten, der innerhalb von 5 Minuten eintraf. Ich kannte ihn ein wenig und wir gingen hoch und klopften an die Tür, aber immer noch keine Antwort. Ich nahm ihn mit in meine Wohnung und wir hörten immer noch laute Schläge alle 5 bis 10 Sekunden und dann einen riesigen Knall. Der Polizist bat mich, den Hausverwalter zu holen, um die Tür zu öffnen. Sie wohnte einen Block entfernt, also rannte ich los, um sie zu holen. Zum Glück war sie eine Nachteule und schaute Fernsehen. Ich erzählte ihr, dass mein Nachbar sehr laut sei und nicht antwortete, also nahm sie die Schlüssel und wir gingen hinüber. Der Polizist wartete in der Lobby und sie fragte, welche Wohnung es sei. Ich sagte 304. Sie schaute mich seltsam an und sagte, 304 sei leer. Ich sagte, ich hätte meinen Nachbarn fast jeden Tag gehört und ein paar Mal das Licht und Schatten unter der Tür gesehen. Der Polizist sagte, er habe die Geräusche auch gehört und fragte, ob 304 die Wohnung über dem Carport sei. Sie sagte ja. Er meinte, dass jemand leicht auf das Carport klettern könnte und vielleicht Squatter in der leeren Wohnung seien. Wir gingen hoch und die Hausverwalterin schloss die Tür auf und der Polizist öffnete sie. Die Wohnung war dunkel und er schaltete das Licht an. Er ging hinein und die Hausverwalterin und ich schauten durch die Tür.
Er ging ins Schlafzimmer und kam zurück und sagte, es sei leer. Wir gingen hinein und die Wohnung war makellos. Alle bis auf zwei Fenster waren verschlossen und es gab keine Anzeichen von Squattern. Wir standen alle da und kratzten uns am Kopf. Der Polizist sah mich an und sagte, du bist nicht verrückt, ich habe die Schläge auch gehört. Ich sagte, vielleicht haben wir sie erschreckt und sie sind durch die offenen Fenster gekommen und gegangen. Wir überprüften nochmals, dass alle Fenster verschlossen waren und gingen hinaus. Auf dem Weg hinaus sah ich nach unten und da lag der Zettel, den ich vor ein paar Wochen unter die Tür geschoben hatte. Wir schlossen die Wohnung ab und ich sagte, ich würde ein Auge darauf haben und sie beide anrufen, wenn ich wieder Licht sehe oder Geräusche höre. Schnell Vorlauf, fast 6 Wochen später war ich wieder in der Nachmittagsschicht. Ich kam um 2 Uhr morgens nach Hause und das Licht war an. Ich ging schnell in mein Schlafzimmer und konnte nebenan ein Klopfen hören. Ich rief die Wache an und bat um einen Polizisten und dann rief ich meine Hausverwalterin an. Ich schlich mich in die Lobby und wartete auf sie. Ein anderer Polizist kam und ich kannte auch ihn. Meine Hausverwalterin kam und wir gingen alle zusammen hoch. Das Licht war aus und die Hausverwalterin schloss die Tür auf. Der Polizist ging hinein und alles schien in Ordnung zu sein. Wir überprüften die Fenster wieder und sie waren alle verschlossen. Ich entschuldigte mich und versuchte es damit zu erklären, dass ich gerade 4 Tage lang 14-Stunden-Schichten hinter mir hatte und müde war, aber ich wusste, dass ich das Licht gesehen und die Schläge gehört hatte. 2 Wochen später wurde die Wohnung vermietet und ich hatte die Gelegenheit, meine neuen Nachbarn zu begrüßen. Ich sagte ihnen, sie sollten ein Auge offen halten, weil wir sicher waren, dass Squatter ein- und ausging, und erzählte ihnen die Geschichten. In meiner letzten Woche dort hatte die Wache ein Barbecue und wir sprachen über die Squatter, die niemand je gesehen hatte. Ich erzählte dem ersten Polizisten von dem zweiten Anruf und wie alle Fenster verschlossen waren, aber ich wusste, dass ich das Licht gesehen und die Schläge nebenan gehört hatte. Er fragte, ob ich etwas Lustiges hören wolle und ich sagte ja. Er sagte, er wollte es mir früher erzählen, aber wollte mich nicht erschrecken. Er erzählte mir, dass er 3 Monate bevor ich eingezogen war, einen Anruf wegen eines sehr blutigen Selbstmords in der Wohnung meines Nachbarn entgegengenommen hatte. Die Person hatte die Tat vollzogen, aber dann Zweifel bekommen und um Hilfe gerufen. Als sie ankam, war die Person bewusstlos, hatte offensichtlich Panik bekommen und einen Stuhl, eine Lampe und einen Beistelltisch umgeworfen und es war überall Blut. Leider verstarb die Person, bevor sie ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Ich starrte ihn nur an und er erinnerte mich daran, dass auch er die Schläge in der Nacht gehört hatte, als ich ihn rief. Ich fragte die Hausverwalterin am Tag meines Auszugs danach und warum sie mir nichts erzählt hatte. Sie lachte und sagte, Schatz, ich glaube an Geister, aber ich wusste nicht, ob du das auch tust und ich wollte dich nicht erschrecken. Ich weiß, dass du Dinge gehört und gesehen hast. Ich glaube dir und ich bezweifle, dass es Squatter waren. Nicht allein. Ich arbeite nachts in einem Wohnbehandlungsprogramm für jugendliche Mädchen, die sich von Drogenabhängigkeit erholen. Das Programm befindet sich in einem alten Doppelhaus, das so umgebaut wurde, dass beide Seiten genutzt werden können. Es bietet Platz für maximal 15 Mädchen und in der Nachtschicht sind immer 2 Mitarbeiter im Dienst, ich und ein Kollege. Wir teilen die Schicht in 4-stündige Abschnitte auf. Ein Mitarbeiter ist oben auf der Etage mit den Schlafzimmern und überwacht die Klientinnen, der andere ist im Erdgeschoss und macht, was immer anfällt. Wir wechseln zur Hälfte der Nacht und es ist leicht verdientes Geld. Da das Haus ein altes Doppelhaus ist, gibt es 2 Wohnzimmer, eines auf jeder Seite des Hauses, die spiegelbildlich angeordnet sind, und 2 Haupttreppenhäuser, die nebeneinander liegen. Seltsame Dinge passieren dort normalerweise nicht. Das Schlimmste ist, wenn ein Mädchen mitten in der Nacht wegläuft oder wenn wir Mädchen beim Verkehr erwischen. Normale Teenager-Sachen eben. Nun, ich komme am Donnerstagabend zur Arbeit, mache mich kurz zurecht und gehe dann eine der Treppen hoch. Ich bemerke, dass eine der Türen zum Wohnzimmer auf der Seite des Hauses, auf der ich mich befinden werde, halb geschlossen ist, was etwas seltsam ist. Die Tür ist eine massive, schwere Holzschiebetür, mit der die meisten Leute nicht gerne hantieren. Seltsam, aber egal. Ich gehe nach oben, setze mich hin und beschäftige mich mit meinem Laptop. Alle Klientinnen schlafen und ich überprüfe ihre Zimmer etwa alle halbe Stunde, wie es vorgeschrieben ist. Gegen 1 Uhr morgens beschließe ich, nach unten zu gehen, um mir etwas zu trinken zu holen. Die Tür zum Wohnzimmer ist jetzt komplett geschlossen, was sehr merkwürdig ist, aber ich denke, mein Kollege hat sich vielleicht dort zum Schlafen hingelegt und die Tür wegen des Lichts geschlossen. Doch
ich hatte das Schließen der Tür nicht gehört, was unmöglich ist, da diese Türen knarren und auf dem Boden schaben und laut zuschlagen, wenn man sie öffnet oder schließt. Aber egal, ich will meinen Kollegen nicht wecken, weil er mitten in der Nacht sehr reizbar ist. Ich hole mir mein Getränk und gehe wieder nach oben. Gegen 1:30 gibt es einen riesigen Knall im Erdgeschoss. Ich rufe meinen Kollegen und frage, ob er das war. Er antwortet von der anderen Seite des Hauses, dass er es nicht war und geht, um nachzusehen. Ich stehe auf und überprüfe alle Klientinnen, weil ich denke, dass eine von ihnen aufgestanden ist, während ich nicht aufgepasst habe und sich etwas zu essen holen oder versuchen könnte, hinauszukommen. Alle Mädchen liegen in ihren Betten und mein Kollege sagt, dass nichts unordentlich aussieht. Er überprüft alle Türen. Wir haben 4, 2 vordere, 2 hintere und sie sind alle verschlossen. Ich bin etwas beunruhigt, aber denke mir trotzdem nichts weiter. Ich beschließe, die Zimmer unregelmäßig zu überprüfen, falls eines der Mädchen herausgefunden hat, wann wir normalerweise nachsehen. Also stehe ich vielleicht alle 10 bis 15 Minuten auf, um die Zimmer zu kontrollieren. Während ich mich auf einer Seite des Hauses befinde, höre ich Schritte auf der anderen Seite, also eile ich hinüber, um zu sehen, wer aus dem Bett ist und herumläuft. Alle scheinen zu schlafen und liegen tatsächlich in ihren Betten. Ich werde wütend. Das geht bis 3 Uhr morgens so weiter, als wir die Plätze tauschen. Ich gehe nach unten und mein Kollege ist im Büro und fragt mich, ob ich den Schrank mit den Snacks und den Kühlschrank der Mitarbeiter abgeschlossen habe. Das hatte ich nicht. Sie gibt mir einen seltsamen Blick und sagt, sie habe alles offen gelassen, weil sie nachts immer wieder Essen und Getränke holt. Ich frage sie dann, ob sie im Wohnzimmer unter mir geschlafen hat, und sie sagt nein. Ich bin völlig verunsichert und frage sie, ob sie gehört hat, wie die Tür zu diesem Raum geschlossen wurde, und sie sagt erneut nein. Ich spürte förmlich, wie mir das Blut aus dem Gesicht wich. Unser Programm befindet sich mitten in einer Stadt mit vielen Obdachlosen, also dachte ich, vielleicht sei einer von ihnen irgendwie ins Haus gelangt. Ich bin nervös wie sonst was und laufe herum, um alle Türen nochmals zu überprüfen, die ich zu Beginn der Schicht überprüft hatte und die mein Kollege nach dem großen Knall überprüft hatte. Eine der Vordertüren ist unverschlossen. Ich sammle meinen Mut und während mein Kollege sich im Büro versteckt, gehe ich ins Wohnzimmer und beginne, die Tür zu öffnen. Ich erwartete voll und ganz, dass eine verrückte Person mit einem Messer auf einer der Couches zusammengerollt oder ein ehemaliger Klient durch ein Fenster gekrochen und auf dem Boden zusammengebrochen ist. Aber der Raum ist leer und das Licht ist an, obwohl es vorher ausgeschaltet war. Keines der Fenster war offen, nichts. Ich bin total verängstigt und überzeugt, dass jemand im Haus ist. Ich durchsuche das Erdgeschoss, während mein Kollege in den 2. Stock geht und nochmals alle Betten kontrolliert, wo alle Mädchen schlafen und anwesend sind. Mein Kollege ist eine sehr religiöse spanische Frau und sie beginnt zu beten und spricht davon, Scheren in die Bibel zu legen, um den Teufel abzuwehren und all so ein Zeug. Ich setze mich auf die Couch in einem der Wohnzimmer und bin hellwach, wo ich normalerweise ein Nickerchen mache. Ich höre immer wieder Geräusche von oben und mein Kollege überprüft ständig die Betten und alle Mädchen schlafen. Ich gehe wieder das Haus ab und als ich über den Treppenabsatz gehe, sehe ich aus dem Augenwinkel einen Mann auf dem oberen Treppenabsatz stehen und springe einen Fuß hoch. Ich schaue genauer hin und natürlich ist da niemand. Gegen 5:30 kommt eine der Tagesschichtarbeiterinnen und setzt sich, um in dem anderen Raum einen Film zu sehen. Ich lasse sie sich einrichten, beschäftige mich noch ein bisschen mit meinem Handy und gehe gegen 6:30 zu ihr, um mit ihr zu sprechen. Bevor ich ihr von all den nächtlichen Verrücktheiten erzählen kann, fragt sie mich, welcher Klient wach ist, weint und mit meinem Kollegen oben an der Treppe spricht. Kein Klient ist wach, niemand weint und mein Kollege spricht nicht. Ich erzähle ihr das und dann von all den verrückten Dingen, die passiert sind, und sie flippt total aus und erzählt mir, wie der Teil des Hauses, in dem alles passierte, angeblich verflucht ist und wie ihr dort schon allerlei passiert ist. Mein Kollege kommt die Treppe herunter und wir vergleichen alle unsere Erfahrungen, als wir Schritte in der Küche hören. Wir alle drei gehen los, eine meiner Kolleginnen rennt nach oben, um die Betten zu überprüfen, und die andere Kollegin und ich überprüfen die Küche. Wir gehen von gegenüberliegenden Seiten rein, da es 2 Eingänge gibt. Wir treffen uns in der Mitte und nichts. Inzwischen ist es 7 Uhr morgens und es ist Zeit für mich zu gehen und ich war so froh zu gehen. Ich erzählte vielen meiner anderen Kollegen, was passiert war, und sie halten mich anscheinend für den ruhigen und logischen Typen und sie sind alle beunruhigt. Ich arbeitete die nächste Woche in hoher Alarmbereitschaft und glücklicherweise passierte nichts weiter. Ich bin immer noch überzeugt, dass jemand ins Haus geschlichen ist. Entweder hatte eine der Mädchen einen Freund oder Dealer hereingelassen oder jemand ist eingebrochen, was auch immer. Wir haben keine Sicherheit außer den Schlössern an unseren Türen und es ist durchaus möglich, dass jemand hineingekommen ist.
verdammt verrücktes Zeug. Ich war noch nie so verängstigt bei einem Job wie damals. Schatten. Es war ein Wochenendabend, ich glaube ein Samstag. Ich war an diesem Abend allein zu Hause, da meine Frau nicht in der Stadt war. Also hatte ich das ganze Haus für mich. Nachdem ich ein schnelles Abendessen gemacht hatte, war ich dabei aufzuräumen, als mich etwas draußen vor dem Fenster über dem Spülbecken aufschreckte. Aus dem Augenwinkel sah ich eine Bewegung. Das erschreckte mich und ich hörte sofort auf, was ich gerade tat und schaute aus dem Fenster, um im pechschwarzen Hinterhof etwas zu erkennen. Nach ein oder zwei Minuten, in denen ich versuchte, etwas durch das schmutzige Fenster zu sehen, ging ich vorsichtig zurück zum Aufräumen. Ich dachte ehrlich gesagt, es könnte ein großer Vogel oder so etwas gewesen sein, der am Fenster vorbeigeflogen war. Keine Minute später ging das Bewegungsmelderlicht auf meiner Terrasse an. Dieses Licht wird nur durch ein großes Objekt ausgelöst. Ein Vogel löst das Licht nicht aus. Ich griff sofort nach dem nächstgelegenen größten Messer und bewegte mich langsam zur Hintertür. Ich konnte das Licht des Bewegungsmelders durch die geschlossenen Vorhänge der Terrassentür sehen. Ich überlegte, ob ich die Vorhänge schnell komplett aufreißen oder durch einen Spalt spähen sollte. Ich entschied mich für Letzteres. Also schaute ich, ohne zu viel Lärm zu machen, durch den Vorhang nach draußen und sah zunächst nichts. Doch nach einem Moment bemerkte ich etwas knapp außerhalb des Lichts des Bewegungsmelders. Ich konnte es nicht genau erkennen, aber die Farbe war gräulich und es hatte eine gebogene Form. Es bewegte sich auch leicht, fast wie in einer wiegenden Bewegung. Ich versuchte verzweifelt zu verstehen, was es war. Ich ging alles durch, was ich mir vorstellen konnte, um es zu erklären. Ich konnte es einfach nicht erkennen, ich hatte noch nie etwas dergleichen gesehen. Während ich dort stand und durch den Vorhang spähte, richtete sich das Ding auf. Was ich die ganze Zeit gesehen hatte, schien sein Rücken zu sein, da es gekauert am Boden hockte. Okay, in diesem Moment war ich bereit, mich zu verteidigen. Ich dachte sicher, das sei ein Verrückter in meinem Hinterhof, der versuchen würde einzubrechen. Genau in diesem Moment, als es mir noch den Rücken zuwandte, drehte es langsam den Kopf in meine Richtung. Als ich sein Gesicht sah, sprang ich vor Schreck von der Tür zurück und machte ein nicht sehr männliches Geräusch. Ich konnte nicht glauben, was ich gerade gesehen hatte. Der Bruchteil einer Sekunde, in dem ich sein Gesicht sah, fühlte sich wie 10 Minuten an. Es hatte riesige, dunkelrötliche Augen. Ich meine, riesig. Die Augen waren viel zu groß für sein Gesicht, das ansonsten ziemlich ausdruckslos war. Während ich zitternd mit dem Messer in der Hand von der Tür zurückwich, konnte ich nun einen Schatten durch die Vorhänge sehen. Dieses Ding war zur Tür gekommen und stand jetzt dort. Es war groß. Es musste mindestens so groß sein wie ich und es wiegte sich immer noch hin und her, was mich sehr verunsicherte. In diesem Moment schlug mein Herz so heftig, dass ich dachte, ein Herzinfarkt stünde unmittelbar bevor. Ich hielt das Messer fest und schrie die Gestalt an. Ich erinnere mich nicht genau, was ich sagte, aber es waren sicher Drohungen und Flüche dabei. Genau in diesem Moment ging das Flutlicht aus. Das erschreckte mich erneut für einen Moment. Ich hielt immer noch das Messer, hatte aber aufgehört zu schreien. Alles war still, außer dem Hämmern meines Herzens in meinen Ohren. Doch keine 10 Sekunden später ging das Flutlicht wieder an, was mich erneut zusammenzucken ließ. Als ich zur Tür schaute, war der Schatten nicht mehr da, also wusste ich, dass es sich bewegt hatte. Ich hatte das Gefühl, dass es immer noch draußen war. Also schlich ich wieder zur Tür und erwartete voll und ganz, dass dieses Ding aus den Schatten springen würde. Ich spähte durch die Vorhänge in den Hinterhof. Ich sah nichts im Licht und konnte nichts darüber hinaus erkennen. Ich starrte minutenlang, was sich wie Stunden anfühlte, bis der Timer des Flutlichts das Licht ausschaltete. Nach einer Weile, in der ich einfach nur in meiner Küche mit einem Messer in der Hand stand, fasste ich etwas Mut und ging mit einer Taschenlampe nach draußen, um sicherzustellen, dass es weg war. Ein paar schnelle Bewegungen mit der Taschenlampe waren alles, was ich tun konnte, bevor ich die Tür zuschlug und verriegelte. Ich weiß immer noch nicht, was ich gesehen habe und denke ehrlich gesagt nicht gerne darüber nach, weil es mich einfach nur fertig macht. Manche würden sagen, es war ein grauer Alien, aber wer weiß das schon. Alles, was ich weiß, ist, dass ich es nie wieder sehen möchte. Besonders nicht in meinem Hinterhof. Der Park. Wir wohnen alle in der Nähe eines Parks in Michigan, der gepflasterte Wege durch eine Art Präriewald mit vielen verschiedenen, aber meist dünnen Bäumen hat.
Es ist eine großartige Strecke zum Spazierengehen mit Hunden, die an einem Damm endet, der auch ein guter Angelplatz ist. Eines Sommers sind wir, fünf von uns, wahrscheinlich jeden Tag mit unseren Fahrrädern auf und ab und über diesen Weg gefahren, Tag und Nacht. Es war praktisch ein Katzensprung vom Haus unseres Freundes entfernt. Er hatte das regelfreie Haus mit einem großartigen Blick auf den Huron River. Wir fühlten uns sicher, als ob wir dieses Gebiet besitzen würden. Es war immer entspannend und nie ereignisreich, abgesehen von ein paar Fahrradrennen. Von diesem Weg führte ein weiterer Weg ab, ein Holzsteg, der sich durch eine Überschwemmungsebene schlängelt. Es war wunderschön und sobald man eintrat, fühlte man sich in einen reich duftenden, üppigen Miniaturwald eingeschlossen. Natürlich sind wir dort mit unseren Fahrrädern herumgerast, was ziemlich riskant war, weil viele Kurven rutschig und schwierig zu fahren waren. Der Holzsteg macht zwei Schleifen, eine kürzere und eine längere. Letztere endete an einem überdachten Sitzbereich, der eine Art Schuppen ähnelte, aber offen war. Jemand hatte The Crib an die Wand gekritzelt und so wurde es zu seinem Namen. Hey Leute, wollen wir zum Crib fahren? Lasst uns das Bier mitnehmen. Jedenfalls war es schon ein paar Jahre her, seit wir dort herumgelaufen waren, aber einer von uns ging oft dort spazieren. Wir alle fanden den Ort friedlich und hatten gute Erinnerungen daran. Eines Nachts entschied sich mein Freund, den Holzsteg entlang zu gehen, kein großes Ding, ich denke, er hatte gerade das Haus unseres regelfreien Freundes verlassen und beschloss, vor dem Heimweg noch einen Spaziergang zu machen. Da er den Steg blind kannte, hatte er keine Probleme, sich im dunklen Wald zurechtzufinden. Nicht viel Mondlicht drang durch die vielen Baumkronen, dennoch war es ein verzauberter Ort. Er hielt am Crib an, packte seine Sachen zusammen und zog seinen Rucksack an, um aufzubrechen. Als er das Ende des Einbahnwegs erreichte, hörte er Schritte auf dem Holzsteg, etwa 20 Fuß hinter sich. Seine Augen hatten sich einigermaßen angepasst, aber es war immer noch schwer, etwas zu erkennen, woher das Geräusch kam. Er blieb still stehen, um sicherzugehen, dass er sich das nicht einbildete. Durch die Stille hörte er, wie die Schritte fortgesetzt wurden und näher kamen. An diesem Punkt beschloss er zu rufen: "Hallo?" Er sagte es besorgt, aber ruhig. Keine Antwort, aber die Schritte stoppten für einen Moment und setzten dann fort. Scheiß drauf, dachte er und begann sich vom Geräusch zu entfernen. Er stellte sicher, nicht zu rennen, ging aber etwas schneller. Der Weg schlängelte sich und machte blinde Kurven und durch die Biegungen hörte er die Schritte immer noch näher kommen, aber nie direkt hinter ihm. Er konnte durch das Laubwerk nicht sehen und eine körperliche Konfrontation war kein Plan, das war beängstigend. Er blieb wieder stehen, wohl wissend, dass jemand in der Nähe war, und konfrontierte es diesmal verbal. »Was willst du? Hör zu, ich weiß nicht, wer du bist, aber du hörst besser auf, mich zu verfolgen, oder ich rufe die Polizei.« Die Schritte setzten sich fort, mein Freund wollte ihm oder ihr oder was auch immer keine Chance geben, zu nahe zu kommen. Er ging schnell weiter, wünschte sich, er wäre nicht allein im dunklen Wald mit jemandem, der ihn offenbar ignorierte und ihm folgte. An einer Stelle des Weges überquerte er einen großen Bach, der eine schöne Steinbrücke hatte, unter der man hindurchging, sie trug Eisenbahnschienen darüber. Mein Freund dachte schnell daran, den Pfad zu nehmen, den wir manchmal benutzten, um den Weg zu überspringen und über die Schienen zum Haus unseres Freundes in der Nähe zurückzukehren. Etwa 20 Fuß vor sich machte er schnell eine Bewegung den Hügel hinauf zur Brücke und erreichte die Schienen. Zu diesem Zeitpunkt rief er den Notruf an und begann zu erklären, was passierte, dass ihn jemand verfolgte, ihm Angst machte und nicht auf ihn reagierte. Es waren etwa 150 Meter bis zum Damm und dem Rand des Parks. Aber die Polizei sagte ihm, dass sein Wagen ganz in der Nähe sei und ihn treffen würde. Mein Freund erklärte, dass er die Person vielleicht verloren hatte, aber sobald er dachte, er könne sich etwas entspannen, kam ein Mann den Hügel hinaufgetorkelt, verlor beim Anblick meines Freundes kurz das Gleichgewicht und setzte seinen langsamen Gang fort. Es war ein Typ mit einem Hoodie, die Kapuze hochgezogen, den Kopf leicht gesenkt, der ungewöhnlich langsam und berechnend ging. Er strahlte extrem schlechte Schwingungen aus, mein Freund begann zu rennen. Gerade als seine Füße auf die Steine um die Schienen krachten, hörte er die gleichen Geräusche von hinten. Der Typ begann, meinen Freund zu jagen. Vollgas rannte er hinter ihm her, die Arme gebeugt, aber ohne Schwung in den Ellbogen, er sah aus wie der Terminator beim Laufen. Mein Freund sagte, er hätte fast in die Hose gemacht, aber da sah er ein Polizeiauto auf dem Parkplatz direkt vor ihm, etwa 70 Meter entfernt. Mein Freund winkte mit seinem Handy dem Polizisten zu, der schnell ausstieg und auf ihn zuging, den Verfolger im Blick.
Mein Freund, der immer noch rannte, wurde angewiesen, stehen zu bleiben, und gerade als der Polizist das rief, ging der Typ zurück zu seinem seltsamen, langsamen Gang. Nachdem mein Freund bestätigt hatte, dass er der Anrufer war, ging der Polizist weiter, um den Typen zu konfrontieren. Er forderte den Typen auf, stehen zu bleiben, mit gezogener Waffe. Der Typ hörte nicht auf. Er ging einfach weiter auf den Polizisten zu, ohne zu zögern. Glücklicherweise entschied der Polizist sich, ihn nicht gleich zu erschießen. Der Polizist ging mutig auf ihn zu und packte ihn einfach. An diesem Punkt stellte sich heraus, dass der Typ ein ziemlich junger, dünner Kerl war, vielleicht Mitte 20, wahrscheinlich jünger. Der Polizist befragte ihn, während er ihn zurück zu seinem Auto brachte. Der Typ beantwortete keine einzige Frage. Kein Name, keine Antworten, keine Erklärung. Es war, als wüsste er nicht, was er vorher getan hatte, und wüsste auch jetzt nicht, was er tat oder warum er dort war. Wir bekamen nie eine Nachverfolgung, außer dass der Typ wegen Drogen mehrfach verhaftet worden war und jetzt wegen Haftbefehlen im Gefängnis saß. Ich sage meinem Freund immer, ich hätte den kleinen Mistkerl geschlagen, besonders nachdem ich erfahren hatte, dass er kein großer Kerl war. Aber wenn ich ehrlich bin, denke ich, dass er das Richtige getan hat, und ich bin nicht sicher, ob ich es besser gemacht hätte. In der Dunkelheit einem gruseligen Typen gegenüberzutreten, ist nichts für mich. Skinwalker. Ein beliebter Geschichtslehrer an meiner alten Highschool nimmt jedes Jahr im Frühling eine Gruppe von Schülern auf eine Rucksacktour durch die Nationalparks in Süd-Utah und Nord-Arizona mit. In dem Jahr, in dem ich mitfuhr, erzählte er uns am Lagerfeuer diese Geschichte, während wir auf dem Navajo Mountain kampierten, wo die Geschichte spielt. Übrigens, dieser Lehrer ist sehr vernünftig, beliebt und hat ein gutes Gespür für Unsinn. Er versicherte uns, dass er normalerweise nicht an Geistergeschichten glaubt, aber dass er überzeugt ist, dass der Mann, der ihm diese Geschichte erzählte, die Wahrheit sagt. Der Navajo Mountain, der sich in einem Reservat im Norden Arizonas befindet, soll von mehreren Skinwalker-Geistern bewacht werden. Diese Wesen sind auch als indianische Gestaltwandler bekannt. Im Gegensatz zu anderen Gestaltwandler-Legenden sollen die Skinwalker des Navajo Mountain blutrünstige Wesen sein, deren Aufgabe es ist, die kulturellen Relikte zu schützen, die an den antiken Städten rund um den Berg zu finden sind. Da es dort eine Fülle von Artefakten wie Pfeilspitzen, Tonscherben und Felszeichnungen gibt, zieht der Ort Händler an, die Gegenstände sammeln und an Touristen verkaufen wollen. Es wird gesagt, dass die Skinwalker des Navajo Mountain Wanderer töten, die die Artefakte stören und dann die Gestalt oder Haut des Opfers annehmen. Hier ist die Geschichte meines Lehrers, die sich etwa 10 Jahre vor meiner Klassenfahrt im Jahr 2001 ereignete. Mein Lehrer reiste allein zum Navajo Mountain, um zu wandern und die Felszeichnungen zu besichtigen. Er war ein paar Tage auf dem Berg, als ein Sommersturm aufzog und die Blitze seinem Lager zu nahe kamen. Er war nur etwa eine Meile von seinem Mietwagen entfernt, also wanderte er hinunter und fuhr in die nahegelegene Stadt, um den Sturm abzuwarten und Vorräte aufzufüllen. Während er in der Stadt war, suchte er Zuflucht in einer lokalen Bar und wurde von einem Mann angesprochen, der laut meinem Lehrer tote Augen hatte. Der Mann setzte sich in die Nähe meines Lehrers und schaute ihn eine Minute lang an, bevor er fragte: "Bist du hier zum Campen?" Mein Lehrer antwortete, dass er ja. Er verbringe etwas Zeit auf dem Navajo Mountain, warte aber wegen des Sturms mit einem Bier ab. Der Mann nickte und sagte: "Ich habe verrückte Sachen auf diesem Berg gesehen." Mein Lehrer war neugierig und fragte, was der Mann gesehen habe, und dieser erzählte ihm seine Geschichte. Der Mann war früher ein Straßenhändler, der eine von der Reservation ausgestellte Erlaubnis hatte, gängige Artefakte wie Tonscherben und kleine Steingeräte aus der Gegend aufzusammeln, da er einige Navajo-Vorfahren in seiner Familie hatte. Der Mann hatte 2 Brüder, einen älteren und einen jüngeren, die oft den Berg durchsuchten, um Gegenstände zu finden, die sie an ihrem Stand an Touristen verkaufen konnten. Eines Tages bat der Mann seinen jüngeren Bruder, auf den Berg zu gehen und einige Artefakte zu finden, um den Stand aufzufüllen, und sagte ihm, dass er ihn in ein paar Stunden mit dem Truck abholen würde. Der Bruder stimmte zu und machte sich auf den Weg, um eine Mitfahrgelegenheit zum Ort zu finden. Ein paar Stunden später ließ das Geschäft nach, also machte sich der Mann auf den Weg, um seinen Bruder zu finden und zu sehen, was er vom Berg geborgen hatte. Er fuhr zum Schotterparkplatz, stellte seinen Truck ab und begann, nach seinem Bruder zu rufen. Während er den Weg entlang ging und rief, hörte er ein Kichern.
Die Stimme klang wie die seines kleinen Bruders, und während er den Pfad weiterging und seinen Bruder mit wachsender Unruhe rief, wurde das Kichern zu einem tiefen Lachen. Laut dem Mann ließ dieses Lachen sein Blut gefrieren, da er sicher war, dass es sich anhörte wie sein Bruder, nur dass sein Bruder nie so lachte. Nach etwa 100 Metern war das Lachen sehr laut geworden. Der Mann beschrieb es als humorlos und tot. Als er eine Felsformation umrundete, sah er seinen jüngeren Bruder, etwa 50 Fuß hoch auf einer Klippe stehend, mit durchgeschnittener Kehle und leuchtenden Augen, wie er ihn anstarrte und lachte. Als es den Mann sah, hörte es auf zu lachen, drehte den Kopf zum Himmel und heulte. Der Mann rannte so schnell er konnte, zurück zu seinem Truck. Er konnte das Wesen, das einst sein Bruder war, hinter sich hören und kam später zu dem Schluss, dass er nur gerettet wurde, weil es sich auf einer Felswand befand und hinunterklettern musste, um ihn richtig zu verfolgen. Der Mann erreichte seinen Truck und raste aus dem Park. Im Rückspiegel sah er das Wesen die Straße entlang jagen, etwa 50 Fuß hinter dem Truck und auf allen Vieren rennen. Das Wesen hörte nicht auf zu grinsen, während der Mann nach Hause fuhr. Der Mann schaffte es ins Haus und schloss die Tür ab. Als er aus dem Fenster in seinen Vorgarten schaute, sah er das Wesen in der Mitte seines Rasens sitzen, es grinste zum Fenster und tropfte immer noch Blut von der Stelle, wo die Kehle seines Bruders aufgerissen war. Das ging 2 Tage lang so, und der Mann konnte das Haus nicht verlassen. Gelegentlich lachte das Wesen sein schreckliches Lachen oder heulte zum Mond. Am 3. Tag rief der Mann den örtlichen Medizinmann um Rat. Der Schamane der Stadt war sehr beunruhigt über diese Nachricht und riet dem Mann, im Haus zu bleiben, bis der Mond abnimmt. Zu diesem Zeitpunkt, so der Schamane, sollte der Skinwalker das Interesse verlieren und zu seiner Patrouille am Berg zurückkehren. Der Schamane sprach dem Mann sein Beileid für den Verlust seines Bruders aus und versicherte ihm, dass er für den Geist beten würde, damit er weiterziehen könne. Glücklicherweise hatte der Mann genug Essen und Wasser, um die 5 Tage zu überstehen, bis der Mond abnahm. In der 2. Nacht des abnehmenden Mondes ging der Mann zum Fenster und sah, dass der Skinwalker tatsächlich verschwunden war. Überglücklich rief der Mann den Schamane an, um ihm die gute Nachricht zu überbringen. Der Schamane fragte den Mann, ob er seinen älteren Bruder in letzter Zeit gesehen habe, da niemand in der Stadt ihn seit einigen Tagen gesehen hatte und niemand den Straßenstand der Brüder betrieb. Der Mann sagte, er habe nichts von ihm gehört, aber er werde zum Berg zurückkehren, da er plötzlich das sichere Gefühl hatte, dort seinen älteren Bruder zu finden. Der Mann stieg in seinen Truck und fuhr zum Schotterparkplatz. Als er seinen Truck parkte und die Tür öffnete, hörte er ein bekanntes Geräusch, das Lachen. Diesmal klang es jedoch wie 2 Stimmen. Dieses Mal musste er nicht einmal aus seinem Truck steigen, um das zu finden, wonach er auf den Berg gekommen war. Seine beiden Brüder standen auf einer Felswand, sichtbar vom Truck aus. Beide grinsten ihn an und beide tropften Blut aus ihren klaffenden Kehlen. Der Mann sprang in seinen Truck und raste zurück in die Stadt. Er schaute nicht einmal in den Rückspiegel, bis er den Stadtrand erreichte. Als er nachschaute, folgte ihm nichts, nur die Erinnerung an das tote Lachen seiner Brüder.